Salvete des Kibuli des Kibulekum und herzlich willkommen zu unserem zweiten One-Shotter. Ich nehme das Video hier direkt nach dem ersten auf, deswegen werde ich jetzt nicht den Namen sagen, der vermutlich im Titel steht, wie das Video also heißt. Wow, das war ein sehr guter Satz, Tobi. Genau, weil es kam gleich noch eine Frage bzw. noch ein Thema, über das ich reden sollte, von der Antje. Conzone Razer. Oh, das ist ein Razer, was ein Zufall. Was du in der Zukunft erreichen willst. Also was willst du in der Zukunft erreichen? Übrigens tut mir leid, wenn ich manchmal ein bisschen rechts schaue, da ist der Display und dann muss ich ab und zu schauen, ob ich noch im Bild bin und ob ich scharf bin. Ja, ich bin scharf. Nee, eigentlich nicht. Oder doch, jetzt bin ich gerade im scharfen Bereich. Gut. Was will ich in der Zukunft erreichen? Ich vermute mal, dass das so ein bisschen auf YouTube bezogen ist, weil generell kann ich sagen, momentan will ich erreichen, dass ich heute früh ins Bett gehe, damit ich morgen ausgeschlafen bin, weil ich morgen früh nämlich unbedingt duschen gehen will. Muss man mal machen, alle Schaltjahre, ne? Aber ich würde sagen, dass die Frage eher so in Richtung YouTube gezielt ist. Was will ich erreichen? Ich glaube, ich habe schon das erreicht, was ich auf YouTube erreichen will. Tut mir leid, wenn ich hier rumrutsche. Ich habe echt mega unbequeme Hosen an. Nochmal. Konzentration bitte. So. Was will ich auf YouTube erreichen? Ich denke, ich habe schon erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte. Mir ging es eigentlich von Anfang an nur darum, das zu tun, was mir Spaß macht. Und was mir Spaß macht, ist Videos zu machen, zu produzieren. Das heißt, meine Gedanken mit der Welt teilen. Das war schon immer irgendwie mein Ziel. Ich bin ja Künstler, also quasi, ich hatte ja Kunstleistung in der Schule. Und seit ich denken kann, bin ich schon am Kreativsein, Zeichnen, Malen. Ich habe ja Comics, Graffiti, Mangas, ich habe ja alles irgendwie durch. Und mir ging es schon immer darum, meine Gedanken mit der Welt zu teilen. Und das ist auch so der Grundgedanke jedes Künstlers, ist seine, entweder ist es eine politische Meinung oder eine philosophische Meinung, eine Lebenseinstellung. Das versucht man so ein bisschen durch die Sinneskanäle, also durch visuell, auditiv, kinästhetisch oder olfaktorisch, wie auch immer man das anstellen will, versucht man dadurch, das mit der Außenwelt zu teilen. Und das ist irgendwie so der Hintergedanke jedes Künstlers. Und das ist auch bei YouTube so. Ich denke, jeder YouTuber ist auch irgendwie ein Künstler. Weil man irgendwie seine Gedanken, also als Vlogger zumindest, seine Gedanken mit der Welt teilen will. Und das ist das Ziel. Und das ist mein Ziel. Und mehr will ich nicht. Ob ich jetzt 20 Zuschauer habe oder 20 Millionen Zuschauer, ist im Grunde egal. Ich sitze einfach hier und rede mit dir. Das hat sich gereimt. Und jetzt fällt mir nichts mehr ein. Wow! Fuck! Nee. Wo war ich gerade? Der Faden, ich habe den Faden verloren. Da, genau. Egal ob 20 oder 20 Millionen Zuschauern, im Grunde genommen, okay, ich reime jetzt nicht. Da gibt es nämlich einen Reim bei uns, das heißt, im Grunde genommen gehört er in den Mund genommen. Aber hat jetzt nichts damit zu tun. Mann, ich komme gerade voll vom Thema ab. Konzentriere dich mal, Tobi. Genau. Ich habe echt jetzt gerade vergessen, über was ich reden wollte. Mist. Dieses ganze in den Mund nehmen Sache hat mir gerade echt vollen Strich durch die Rechnung gemacht. Helft mir. Gedankenübertragung. Genau. Ich will eigentlich nur mit euch reden. Und ich will genau dir irgendwie meine Welteinstellung so ein bisschen nahe bringen und dich dazu bringen, dass du die Welt ein bisschen positiver siehst. Das ist so mein Grundgedanke. Ich will einfach Menschen, die so ein bisschen gedrückt sind, die nicht ganz in den Plan haben, einfach denen will ich so ein bisschen so eine Love-Message verbreiten, indem ich einfach, ich muss noch nicht mehr über das Thema reden, das ich rüberbringen will, im Allgemeinen, sondern einfach über ein Thema reden, wo dann die Leute einfach Spaß daran haben, zuzuschauen. Wie hier jetzt zum Beispiel auch. Deswegen habe ich auch den One-Shotter gemacht, weil da kann ich meine Gedanken besser formulieren, weil ich wirklich nicht schneide. Und da kommt wirklich das rüber, was ich denke. Und wirklich die Art, wie ich auch bin. Und ich habe das, glaube ich, bei meinem Community-Video schon mal gesagt, quasi vor einer Viertelstunde, als ich das vorhin aufgenommen habe, dass der Vorteil bei YouTube-Videos ist, dass man sich ja als Zuschauer entscheiden kann, will ich den sehen oder will ich den nicht sehen. Und wenn ihr euch jetzt entschieden habt, ihr habt euch ja wahrscheinlich schon entschieden habt, mich zu sehen, dann sind wir beide ja irgendwie auf einer Wellenlänge. Und deswegen habe ich auch überhaupt gar keine Angst, dass ich irgendwie durch das Erreichen meines Ziels irgendwann negative Resonanz bekomme, weil die Leute, die wirklich hier bleiben, die sind mit mir auf einer Wellenlänge. Du bist mit mir auf einer Wellenlänge, wir sind beide mega die Spackos. Und deswegen wirst du auch irgendwie immer verstehen, über was ich rede. Meistens. Ich meine auch klar, bei Freunden hat man auch manchmal so ein bisschen Disparität, also so ein bisschen Meinungsverschiedenheit, aber im Allgemeinen verstehen wir uns einfach und sind quasi Freunde eigentlich. Und
Das ist nichts anderes, wie wenn jetzt hier 5 Freunde sitzen und wir reden über Gott und die Welt, was wir gerade tun. Ich muss jetzt gerade mal auf die Uhr schauen. Ich muss jetzt, glaube ich, wieder abbrechen. Ja, tut mir leid. Wahrscheinlich haben wir jetzt auch schon wieder diesmal 90% wieder weggeklickt. Wenn nicht, sehr cool. Schreib's mal in die Kommentare, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Und wie gesagt, wenn ihr noch ein Thema haben wollt, über das ich reden will, also ich denke, ihr habt jetzt im Allgemeinen verstanden, was mein Ziel mit YouTube ist. Ne? Und zwar euch erreichen, euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wow! Schreibt mal in die Kommentare ein neues Thema, über das ich reden könnte. Oder folgt mir auf Twitter, denn da werdet ihr dann wieder fragen, über was wir noch reden könnten. Und ich versuche auch mal, euch dann ein bisschen mehr einzubeziehen. Das heißt, ich schreibe das Thema dann mal auf Twitter und ihr schreibt dann, was ihr darüber denkt. Und das kann ich hier dann natürlich auch vorlesen und das so ein bisschen einbringen, damit das so ein bisschen ausgeglichen wird. Weil wenn nur ich labe und ihr hört einfach nur zu, das ist ja so ein bisschen ungerecht. Und deswegen werde ich das so ein bisschen variieren, damit ihr auch mal zu Wort kommt. Und bis dahin, haut rein und bis dann, euer Race-Team.